Und ich habe das zu Beginn der Krise sehr zynisch gesagt. Ich glaube, der Deutsche oder die Deutsche wacht erst dann auf, wenn es nicht mehr für die Leasingrate für den neuen Mercedes reicht. Das war sehr zynisch von mir und auch ein bisschen böse, aber ich habe zwischenzeitlich den Eindruck bekommen, dass sich das auch ein Stück weit bewahrheitet. Erst wenn es bei den Menschen an die eigene Substanz geht, denn das Leid der anderen, das scheint man sehr gut wegschieben zu können im doch schon sehr stark individualisierten Alltag. Erst wenn es an die eigene Substanz geht, fangen die Menschen an zu sagen, nee, hier stimmt was nicht. Und dann werden sie vielleicht kritisch, dann informieren sie sich abseits. Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 1 von Klartext. Wir haben bisher unter dem Label Vitalstoffblog kommuniziert. Es ging es im Wesentlichen um Gesundheit. Und ich habe angekündigt, dass es an der Zeit ist, Klartext zu sprechen, weil es längst nicht mehr um Gesundheit geht in dem, was uns aktuell beschäftigt. Und ich bin heute verabredet zum Gespräch mit David Claudio Sieber, den ich hier ganz herzlich begrüße. Hallo David. Hallo, grüß dich, vielen Dank. Und es ist etwas, wo wir uns gedacht haben, da wir beide einen ähnlichen oder verwandten Hintergrund haben, der mit Politik zu tun hat, dass wir uns einfach mal unterhalten wollen, worum es aktuell wirklich geht, denn es scheint ja schon lange nicht mehr um Gesundheit zu gehen. Oder wie siehst du das, David? Ich denke, es geht schon sehr, sehr lange nicht mehr um Gesundheit in Deutschland. Ich glaube auch schon, bevor die sogenannte Corona-Pandemie begonnen hat, ging es nicht um Gesundheit. Wir sehen die Einsparungen im Gesundheitssektor. Ich denke, es geht eher um eine ökonomische Optimierung des Gesundheitswesens. Und aus Patientensicht geht es ja häufig auch nicht um das Patientenwohl, sondern es geht darum, den Patienten möglichst lange in einem System zu behalten. Aus Sicht der Pharmaindustrie soll sich das Ganze ja auch lohnen. Und hier sind unterschiedliche Maßnahmen getroffen oder nicht getroffen worden. Beispielsweise denke ich einmal an die nicht mehr vorhandene Antibiotika-Forschung. Diese könnte in Europa jedes Jahr 20 bis 25.000 Menschenleben retten. Diese Menschenleben gehen verloren durch Antibiotikaresistenzen. Das ist nicht mehr gewünscht von Seiten der Pharmaindustrie, dazu zu forschen, denn damit bekommt man die Menschen nicht in dieses System der dauerhaften chronischen Erkrankungen. Das heißt, wenn Menschen zu früh gesund werden, dann wird das als negativ wahrgenommen. Und damit würde ich sagen, wir sind hier schon in Europa auf absoluten Abwegen. Ja. Begonnen hat dieser Ausnahmezustand, den wir jetzt rund ein Jahr in Deutschland erleben, mit den Warnungen vor einem gefährlichen neuen Virus. Und du hast, David, aus deiner Perspektive, du bist, wenn ich das sagen darf, du bist Österreicher, aber du lebst in Norddeutschland, und hast dort, ja, warum hast du auch nicht begonnen, über das Thema Corona, Virus und Maßnahmen zu recherchieren? Wie kam es dazu? Ja, ist richtig. Ich bin Österreicher und ich lebe in Flensburg, wunderschön in Schleswig-Holstein. Und ich habe damit begonnen, weil ich gerade dabei war, meinen Abschluss von der Universität zu machen, als das sogenannte Corona-Semester begann. Und dann war für mich klar, als Vater von 6 Kindern werde ich keinen Studienabschluss schaffen, wenn keine Kinderbetreuung sichergestellt ist. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich beschäftige mich jetzt mit dem Thema Corona intensiv. Und in der ersten Woche der medialen Berichterstattung war es bei mir durchaus auch der Antrieb, zu wissen, wie gefährlich ist diese Erkrankung für meine Kinder. Also ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ich habe das auch ernst genommen und ich habe mir gedacht, die Informationen aus den Öffentlich-Rechtlichen, was man so aus der Zeitung bekommt, das reicht mir eventuell nicht, um das Risiko einschätzen zu können. Denn damals war die Sprache und die Rhetorik auch schon sehr oberflächlich. Ja, das heißt, man ist nicht ins Detail gegangen mit der Gefährlichkeit, wie ansteckend ist es für Kinder, sondern es gab schnell dieses aus heutiger Sicht Narrativ und Framing des Killer-Virus.
habe ich mir gedacht, okay, gut, das nehme ich besser doch einmal ernst als Vater und lese mich mal an, um wirklich für mich auch feststellen zu können, wie gefährlich ist das, wie bedroht ist meine Familie davon. Und das habe ich dann auch gemacht und musste relativ schnell feststellen, das, was wir hier von der Politik präsentiert bekommen, das stellt sich aus wissenschaftlicher Sicht, zumindest nach meiner Interpretation, nicht genauso dar, sondern eine Risikobewertung müsste ja erstmal vorgenommen werden. Dafür bräuchten wir andere Zahlen. Das war im März, Anfang März meine Denke. Wir müssen andere Zahlen ermitteln. Wir brauchen Obduktionen. Wir brauchen eine Baseline-Studie. Wir brauchen serologische, validierte Antikörpertests. Und all dies wurde nicht gemacht und all dies wurde bis heute auch nur sehr zaghaft oder gar nicht umgesetzt. Und ich denke, dafür gibt es auch einen guten Grund. Aber das war jedenfalls mein Einstieg damals in die Corona-Thematik. Und als ich gemerkt hatte, hier gibt es eine Diskrepanz zwischen wissenschaftlichem Wissen, zwischen dem, was uns erzählt wird, habe ich mich daran auch festgebissen, weil ich gesagt habe, okay, hier müssen wir aufklären, hier müssen wir Informationen liefern, hier müssen wir sehen, dass die Bevölkerung nicht in Angst und Panik versetzt wird, wenn das vielleicht gar nicht nötig ist. Und hier müssen wir aber auch gezielte Schutzmaßnahmen setzen, um die Menschen, für die das Virus wirklich gefährlich ist, auch zu schützen. Du hast gesagt, dass du aus deiner Perspektive als Familienvater begonnen hast, dir da ein Bild zu machen. Bei mir ist das ganz ähnlich gewesen. Nun sind meine Kinder zwar schon alle volljährig, insofern ist das nicht mehr ganz unmittelbar die Fürsorgepflicht, die man da gesetzlich hat. Aber trotzdem ist es was, wo ich aus meiner Beschäftigung mit dem Thema Gesundheit, das Blog hieß ja bis vor kurzem Vitalstoff-Blog und ist eine Plattform, wo ich mich aus eigener Betroffenheit mit ganzheitlichen Fragen der Gesundheit auseinandergesetzt habe und versucht habe, auch dort zu zeigen, dass es sehr viel mehr begründete und gute Ansätze gibt, jenseits dessen, was im engen schulmedizinischen Kontext ist. Und mich hatte damals irritiert, dass es hieß, es gibt eine Erkrankung, ein neues Virus, was immungeschwächte Patienten, Menschen sehr negativ betreffen kann. Und wir haben trotzdem kaum über Prävention und Möglichkeiten gesprochen, die Abwehrkräfte zu stärken. Und das war der erste Ausgangspunkt für mich damals im Ende Januar, Anfang Februar, um mal zu schauen, womit habe ich es hier eigentlich zu tun. Und ich glaube, da sind wir dann ja auch zu ganz ähnlichen Stepstones bekommen. Also John Ioannidis hast du in einem früheren Gespräch erwähnt, der da eben eine ganz wichtige Quelle war, der früh gewarnt hat, das könnte ein Jahrhundertfiasko, Evidenzfiasko werden. Professor Streeck hat in der FAZ damals sich zitieren lassen, damit dass es möglicherweise nicht viel mehr als eine schwere Grippe sei. Und viele andere Experten gab es ebenfalls, die aber dann sehr schnell ja auch an den Rand gedrängt worden sind. Und du hast eben gerade in einem deiner letzten Sätze deines ersten Beitrags gesagt, dass es einen Grund gegeben haben könnte, weshalb diese systematische Aufbereitung, also sprich die Baseline-Studie und die Kontext gar nicht gegeben haben könnte. Was meinst du damit? Was könnte das für ein Grund gewesen sein? Zuerst einmal möchte ich dir recht geben mit der Einordnung, die Streeck und Ioannidis auch zu Beginn der Krise getätigt haben, diese Einordnung, dass wir uns hier im Bereich einer mittleren bis schweren Grippe befinden. Das gaben die Daten dauerhaft her über den gesamten Verlauf der Corona-Zeit, geben sie auch nach wie vor. Und das darf man nicht vergessen und muss es oft genug betonen. Die WHO und das RKI selbst ordnen Covid-19 im Bereich einer mittleren bis schweren Grippe ein. Das heißt, das ist so offiziell, wie man es nur machen kann. Aber hier gibt es noch eine kleine Diskrepanz und das führt auch zu deiner Frage zurück. Die Medien und die Politik scheut sich nach wie vor davor, diese Einordnung vorzunehmen. Es gilt geradezu als heiliges Sakrileg, das nicht zu tun. Ja, man darf nicht Grippe und Covid-19 miteinander vergleichen. Man darf diese Zahlen nicht vergleichen. Man darf das Wort Grippe nicht in einem räumlichen Zusammenhang nennen mit dem Wort Corona. Das ist stigmatisiert und das gilt als Tabu. Tatsächlich ist aber genau das auch der Fall. Und hier haben wir das Problem, dass die Politik
im März eine sehr, sehr harte Entscheidung getroffen hat für das Land, aus meiner Sicht, und diese Entscheidung nicht auf wissenschaftliches, breites Fundament gestellt hat. Man hat das nicht ausreichend begründet, man hat es nicht transparent gemacht, warum man das tut. Es gab hier sehr, sehr wenige Akteure, die zentral waren für diese Entscheidung. Ich hatte ja auch erzählt, dass bei Bündnis 90 die Grünen die Beratung durch einen fremden Experten stattgefunden hat, durch Professor Dr. Drosten, also nicht durch einen Experten der Opposition, nicht durch einen kritischen Experten. Und die Politik, und es macht immer mehr den Anschein, und es gibt ja auch sehr viele Hinweise darauf, dass es sich so zugetragen hat, lässt Wissenschaft explizit zielgerichtet, ergebnisorientiert arbeiten. Das heißt, wir haben eine politische Entscheidung getroffen, den Lockdown, das Coronavirus bekommt das Killer-Narrativ, und diese Entscheidung wird aus der Politik heraus und von den Medien mitgetragen, festgezurrt. Ja, wir haben die Leopoldina, die hier Auftragsarbeiten erfüllt. Wir hatten eine Ausschreibung für Wissenschaftler, daraus ist das Panikpapier hervorgegangen. Horst Seehofer hat massiv eingewirkt. Wir haben immer mehr Skandale im Bereich cui bono, wem nützt das Ganze überhaupt? Wir haben Nüsslein von der CDU, wir haben die Frau von Herrn Söder. Das heißt, im Bereich der Politik gibt es viele Nutznießer dieser Krise, wirtschaftliche Nutznießer, aber auch machtpolitische Nutznießer. Und von Anfang an war das für mich ein Weg, der eingeschlagen wurde von der Politik, mitgetragen von den Medien, der nicht zu einem gesunden Mittelweg führen konnte, der die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen, die Verhältnismäßigkeit der Folgeschäden der Maßnahmen von Anfang an ignoriert hat. Wir hatten bereits im März und im April erkennen können, meiner Meinung nach erkennen müssen, dass die Folgeschäden durch die aktuelle Corona-Politik, durch diesen Weg, den wir eingeschlagen haben, so verheerend sein werden, insbesondere global, dass sie die Ausmaße der Krankheit bei Weitem übersteigen werden. Und dass Politik hier nicht hingeschaut hat, das ignoriert hat, wieder besseren Wissens, bei Bündnis 90 Die Grünen jedenfalls weiß ich das genau, dort habe ich diese Fakten mehrfach mitgeteilt bis hin zur Bundesspitze. Und die waren auch bekannt, dass die Politik das wissentlich mitgetragen hat, lässt einen spekulieren darüber, worum es hier eigentlich geht. Für mich ist klar, um Gesundheit geht es nicht. Und es geht auch nicht darum, Menschenleben zu schützen. Das kann man sehr, sehr klar sagen. Für jede Person, die an oder mit Corona, lassen wir den PCR-Test einmal außen vor, versterben global 100 bis 1000 Menschen an den Folgeschäden der Maßnahmen. Und auch in Deutschland durch aufgeschobene Operationen, ausgebliebene Krebsoperationen insbesondere, eine Verdichtung von psychischen Erkrankungen bei Kindern, eine Verdichtung von psychischen Erkrankungen um bis zu 100%. Wir haben einen Anstieg der Suizidrate, Anstieg an Depressionen. Es gibt ein ganz breit gefächertes Spektrum an Folgeschäden durch die Maßnahmen. Und diese Zahlen, man versucht sie nicht zu ermitteln aus der Politik heraus, aber einige Menschen aus dem privaten Sektor oder auch Wissenschaftler machen sich die Mühe, diese Zahlen zu ermitteln. Man kann jetzt schon ablesen, auch in Deutschland sind die Folgeschäden der Maßnahmen gravierender als die Folgeschäden durch die Viruserkrankung. Und hier hat die Politik nicht einen blinden Fleck. Das ist kein Zufall. Das ist zielgerichtet und das ist Absicht. Wir haben das Narrativ, das ist ein Killervirus. Wir haben eine Krise. Und wenn wir uns die letzten Jahre, mehr als ein Jahrzehnt der Regierung Merkel ansehen, dann können wir diesen Stil doch ablesen, wie regieren, nicht indem wir neue politische Inhalte und Ideen vorbringen, sondern wir verwalten und gehen von Krise zu Krise. Und innerhalb der Krisen ist es dann meistens ein Moment, die eigene Macht auszubauen, den Staatsapparat und auch die Überwachung auszubauen. Und nach einer Krise wird das dann regelmäßig nicht zurückgebaut und auch die sogenannte Rückholpflicht von Gesetzen, die während einer Krise verabschiedet wurden, wird nicht ausreichend dargestellt. Und für mich reiht sich die aktuelle Corona-Krise für mich ein in eine lange Historie an Staats- und Regierungskrisen, die bewusst hervorgerufen wurden. Du beschreibst jetzt hier den nationalen Rahmen. Und das ist sicherlich richtig. Es ist ja eine Entwicklung, die sich allerdings dann auch auf internationaler Ebene vollzieht und wo wir auch ja ganz am Anfang bereits internationale, Anführungszeichen, Experten beziehungsweise internationale Protagonisten, um es mal etwas neutraler zu sagen, ja auch schon hier hineingeholt haben. Personen, die sich ganz
explizit ganz intensiv auf bestimmten Bereichen bewegen, die jetzt hier auch zur Lösung ja heilsbringend hervorgetan werden. Also ne, beispielsweise Impfung und in diesem Fall jetzt die Person von Bill Gates, wobei ich persönlich glaube, dass Bill Gates da zunächst mal nur eine Personifikation einer bestimmten Denkrichtung ist und dass es also nicht darum geht, jetzt hier ein persönliches Feindbild zu beschreiben, sondern es ist eine systemische Frage eines bestimmten Ansatzes, der aber, das ist mein Punkt, sehr stark übersimplifiziert ist. Das heißt, dass eben sehr früh dieser Ausweg Impfung propagiert worden ist, ohne überhaupt für möglich zu halten und auch entsprechend auch parallel forschen zu lassen, welche weiteren Möglichkeiten da in Frage kommen könnten. Und einige von denen hat ja beispielsweise Suvarit Bhakti schon angesprochen, gab sehr früh auch, dass er sagt, es könnte sein, dass da eine weit verbreitete Hintergrundimmunität eine Rolle spielt. Und das hat sich ja ebenfalls jetzt auch bewahrheitet, dass dem so ist. Im Laufe des letzten Jahres sind da viele Arbeiten ja auch dazu publiziert worden. Aber dieser internationale Aspekt, der scheint mir hier relevant zu sein, dass wir also jetzt mit einer Entwicklung zu tun haben, die weit über Deutschland hinausgeht. Welche Möglichkeiten haben wir dann da trotzdem uns darauf einzustellen, beziehungsweise auch das im Zweifelsfall zu beeinflussen in unserem Sinne? Wie siehst du das? Okay, das waren jetzt sehr, sehr, sehr viele relevante Punkte. Auf einmal, ich versuche das einmal von hinten rum aufzuarbeiten. Du hast den Begriff Herdenimmunität genannt. Tatsächlich ist es ja so, dass eine Herdenimmunität, das ist ja etwas, was weitergegeben wird, tatsächlich auch schon bei der Entstehung des Fötus im Mutterleib wird bereits schon Immunität weitergegeben. Das heißt, wenn Politikerinnen und Politiker öffentlich davon sprechen, wir müssen eine Herdenimmunität erreichen oder eine Hintergrundimmunität, dann ist das ja eine Fehldarstellung dessen, wie natürliche Prozesse ablaufen. Jeder Mensch wird mit einer Hintergrundimmunität geboren. Hätten wir diese Hintergrundimmunität nicht, dann würden wir vermutlich alle an einer saisonalen Grippe sterben. Und natürlich besteht auch eine Hintergrundimmunität zu Coronaviren. Selbst wenn wir sagen, das Coronavirus, das wir aktuell haben, unterscheidet sich von den vorangegangenen Coronaviren, was selbstverständlich der Fall ist, dann ist das dennoch ein Virus des Stammes Coronaviren. Und wenn man schon einmal mit Coronaviren in Kontakt gekommen ist oder die Eltern oder auch die Großeltern, dann hat man eine Hintergrundimmunität dazu. Das wurde während der Krise immer wieder weggeredet medial oder es wurde als ein Ziel dargestellt, das man erreichen müsste. Tatsächlich ist das aber ein Fixum in der menschlichen Evolution, dass wir das bereits haben. Wir leben mit Viren zusammen und dieses Zusammenleben ist nicht nur negativ zu bewerten. Ich bin natürlich kein Experte dafür, aber es ist klar, die Hintergrundimmunität wird weitergegeben, auch schon bei Geburt. Und das Erreichen einer Herdenimmunität über eine Impfung ist ein sehr, sehr steiles Ziel. Wenn wir einmal ausklammern, ist die Impfung hilfreich oder nicht. Ich persönlich lasse mich sicher nicht impfen. Ich sehe keinen Vorteil darin und ich sehe sehr viele offene Fragen und auch Risiken. Dennoch, wenn wir annehmen würden, hypothetisch, diese Impfung wäre sicher und sie wäre wirkungsvoll, wie lange würde es denn dauern, bis wir eine Herdenimmunität durch das Impfen erreicht haben? Beim aktuellen Tempo der Durchimpfungsrate mehrere Jahre, 5 bis 6 Jahre. Das heißt, es ist ein vollkommen unrealistischer Zeitraum, um die aktuellen Maßnahmen aufrechtzuerhalten. Gleicherweise wäre es aber in einer Demokratie mit dem deutschen Grundgesetz unbillig, Menschen Freiheiten einzuräumen, weil sie eine Impfung erhalten haben. Das heißt, das kann auch kein Weg sein. Noch einmal zurückkehrend auf das böse Wort, das man immer versucht, nicht zu benutzen. Bill Gates, internationales System. Da wurde man doch, wenn man das in 2020 benutzt hat, sehr schnell als Verschwörungstheoretiker dargestellt, wenn man das Wort Bill Gates und die Krise auch nur in irgendeinem Zusammenhang genannt hat. Tatsächlich habe ich mich auch selbst lange davor gescheut, in diesem Bereich zu denken oder das zumindest öffentlich zu artikulieren, weil das für mich erstmal nicht zielführend war. Aber ich habe dann eine Medienanalyse gemacht der Jahre 2015 bis 2019 und habe einmal versucht darzustellen, wie wird Bill Gates eigentlich in den Medien wahrgenommen
und dargestellt, bevor wir die Corona-Krise begonnen haben. Und es ist durchaus erstaunlich, Bill Gates und insbesondere die Bill und Melinda Gates Stiftung wird von den deutschen und französischen oder zentraleuropäischen Medien extrem kritisch wahrgenommen. Diese philanthropischen Hintergründe werden dekonstruiert. Man zeigt auf, welche Aktienassets hat Bill Gates. Er ist in Rüstungskonzernen. Er hat sehr viele Assets, die mit Zucker zu tun haben, Coca-Cola. Also durchaus könnte man sagen, breit und krisenfest gestreut, aber nicht philanthropisch. Und dann wird auch die Rolle von Bill Gates zur WHO als größten privaten Geldgeber auf Arte, auf ZDF sehr, sehr deutlich kritisiert. Das heißt, das ist ja kein Wissen, das jetzt erst in 2020 entstanden ist. Nein, die Medien hatten durchweg in den Jahren 2019 bis 2015, vielleicht auch davor, weiter habe ich nicht geguckt, eine sehr, sehr kritische Sicht auf die Vorgänge rund um Bill Gates und seine Neuausrichtung seines Investments. In 2020 war das plötzlich ein Unding, das zu sagen oder daran zu erinnern. Ganz im Gegenteil, es gab sehr viele Zeitungsartikel, zum Beispiel in Die Welt, warum Bill Gates jetzt das Ziel von Verschwörungstheorien wird, quasi kurz zusammengefasst, obwohl er sich jetzt hier so sehr einsetzt dafür, dass wir einen rettenden Impfstoff bekommen. Dann kann man sich auch noch einmal ansehen, wie sind deutsche Medienhäuser überhaupt finanziert, wer hat dort Anteile. Der Spiegel hat sich rausgerettet, indem er gesagt hat, das Darlehen oder die Spende von Bill Gates war zweckgebunden für ein anderes Projekt in Afrika. Nichtsdestotrotz kann man sagen, die Art und Weise, wie die Presse sich plötzlich gedreht hat zu Bill Gates und daraus gleichzeitig ein Feindbild mitgenommen hat, nämlich das der Menschen, die die aktuelle Politik kritisieren, ist höchst bemerkenswert und man setzt hier anscheinend auf ein extrem kurzes Gedächtnis der Leserinnen, Leser oder Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber so ein kurzes Gedächtnis haben wir ja Gott sei Dank nicht und das Internet vergisst auch nichts. Dann kommen wir noch einmal zurück zum internationalen System. Auch zu Beginn der Krise hat es auf mich schon den Eindruck gemacht, als ob Deutschland hier nur ein Zahnrad wäre. Man scheint sich nicht die Mühe gemacht zu haben, als Bundesrepublik Deutschland ein autonomes Vorgehen zu erarbeiten, sondern man hat das Vorgehen von Nachbarländern, die immer näher heranrückten mit der drohenden Krise, zu guten Teilen übernommen und man hat sich auch anstecken lassen von den Aktionen, die in China stattgefunden haben. Das heißt, es wirkte so, ganz oberflächlich betrachtet, als ob Deutschland sich hier einbettet in einen größeren Kontext, was den Umgang mit der Pandemie angeht. Gleichermaßen war man aber auch nicht vorbereitet. Es kamen ja dann große Verfehlungen des Gesundheitsministers zutage. Man hat überhaupt keine Schutzausrüstung in Deutschland. Man ist grundsätzlich auf eine Pandemiesituation nicht vorbereitet. Das versuchte man dann zu kaschieren in der Anfangszeit der Krise, indem man klar herausgestellt hat, dass diese medizinischen Produkte keinen Schutz bieten. Masken bieten keinen Schutz. Drosten, Wieler und Spahn haben das regelmäßig zu Beginn der Krise auch wiederholt. Das diente aus meiner Sicht dazu, um zu verschleiern, dass man eigentlich auf eine Pandemiesituation gar nicht vorbereitet ist. Aber dieses internationale System, darin spielen Großkonzerne, auch die Pharmaindustrie, eine zentrale tragende Rolle. Und das greift natürlich in die Bundesregierung mit rein und das greift auch in andere Regierungen mit rein. Über Lobbyverbände, Interessensverbände, teilweise auch über Korruption bis hin zu, wir erleben es gerade in der CDU, Abgeordnetenbestechung. Das heißt, dass die aktuelle Politik zu steuern und darzustellen, kommend aus einem internationalen System, importiert nach Deutschland, wäre möglich, aber ich denke, das wäre zu vereinfacht und zu kurz gegriffen, denn durchaus gibt es diese Verknüpfungen ja auch aus Deutschland heraus in das Wirtschaftssystem. Die deutsche Pharmaindustrie ist stark entwickelt. Das heißt, wir haben hier ein Geflecht an Interessen und Akteuren, die außerpolitisch sind, aber stark auf das politische System global einwirken. Dies einmal genau, transparent und ergebnisoffen aufzuarbeiten, wird eine sehr, sehr große Aufgabe für die Zeit nach der Krise. Das teile ich. Ich weiß nicht, du hast es eben auch schon kurz erwähnt, dass das V-Wort, Verschwörungstheoretiker, ist ja etwas, wie es dir damit gegangen ist am Anfang, kann ich nur ahnen. Bei mir war das so, dass ich sehr früh alles dafür getan habe, um bloß nicht in eine solche Schublade hineinzukommen. Das heißt, ich habe
zwar bestimmte Quellen genutzt, aber sie aktiv zunächst nie geteilt, weil die wiederum unter einem gewissen Label liefen. Das waren einige Quellen aus den alternativen Medien, wo ich mich tatsächlich heute auch dafür wirklich entschuldigen muss, dass ich diese Quellen, die zentrale Bedeutung heute haben, Rubicon, CanFM und andere, die tatsächlich den Mut haben, Themen und den Mut auch hatten, sehr früh Themen anzufassen, an denen andere sich bis heute nicht versuchen, die aber eben mit einem bestimmten Label belegt waren. Ich habe mich versucht, davon freizuhalten, indem ich erst gar nicht äußerlich diese Nähe hergestellt habe. Und insofern war das möglicherweise auch ein Fehler, wenn wir das früher, oder wenn ich das früher anders gemacht hätte, wäre es vielleicht auch leichter gewesen und es wären früher Leute auch selbst in die Lage gekommen, sich da entsprechend zu öffnen. Aber dieser Aspekt dieses persönlichen Ausgrenzens, was ja mit dem Label, mit der Stigmatisierung vor allem bezweckt wird, ist ja insofern fatal für eine offene, transparente Gesellschaft, denn Diskussion und Diskurs ist ja die Grundessenz, um eine vernünftige, rationale Meinungsbildung dann auch zu ermöglichen. Wie kommen wir da als Gesellschaft weiter? Was ist deine Meinung, wenn wir erleben, dass aber jetzt schon dieser Angstimpuls so stark über ein Jahr lang eingehämmert und eingebläut worden ist? Also wie kriegt man Menschen aus dieser Angst dahin, wirklich hinzuschauen und sich auch den Luxus zu gönnen, Quellen mal zu beurteilen, ohne sie von vornherein sich ja in jedem Detail zu eigenmachen zu müssen? Das ist in der Tat eine sehr, sehr komplexe Frage. Ich versuche das zu beantworten, aber zuerst nochmal zurückkommen auf das, was du eben gesagt hast. Ich finde das schön, dass du hier auch so ehrlich und selbstkritisch deinen Medienkonsum reflektierst. Dann mache ich das auch mal. Bei mir war das tatsächlich noch schlimmer, weil ich ja, das hatte ja auch was zu tun mit meinem akademischen Elfenbeinturm vielleicht, weil ich ja gerade im Abschlusssemester an der Universität gewesen wäre. Und ich habe gesagt, nein, Wissen aus YouTube oder Wissen aus der Zeitung, nein, das erfüllt meinen Anspruch garantiert nicht. Das muss schon eine wissenschaftliche Studie sein, sonst nehme ich das nicht ernst. Ja, also durchaus schon einigermaßen arrogant und ich habe dann auch immer sehr darauf gepocht, nur wissenschaftliche Literatur, wissenschaftliche Aufsätze und Studien benutzt zu haben. Am liebsten auch noch aus offiziellen Quellen. Das habe ich selbst auch gemacht, weil ich in dieser Denkweise das Wissen, das abseits des Wissenschaftlichen entwickelt wird, vielleicht nicht ausreichend belegt ist. Das ist natürlich eine total bornierte, dämliche Sichtweise aus heutiger Sicht. Nicht nur ist es so, dass in den alternativen Medien sehr, sehr gute Inhalte produziert werden, nein, die werden auch häufig nach wissenschaftlichen Standards erarbeitet. Ich hatte das vorher nicht gekannt und hatte direkt Vorurteile und habe das deswegen für mich nicht verwendet. Musste aber im Verlauf meiner Recherche dann neidlos anerkennen, dass die Schnittmengen und die inhaltlichen Aussagen aus den alternativen Medien passgenau sind zu dem, was ich selbst ermittelt hatte. Und teilweise auch noch in der Recherche tiefer waren und darüber hinausgingen. Das heißt, ich musste einfach einmal anerkennen, hier gibt es Menschen, die wurden von außen durch Zuschreibungen stigmatisiert, die wurden ausgegrenzt aus dem Debattenraum. Und dann habe ich mal nachgedacht darüber, warum ist das eigentlich so? Ja, die Wahrheit kann oft unbequem sein. Ja, und mit unbequemen Wahrheiten möchte man sich vielleicht nicht auseinandersetzen, insbesondere wenn man einen Anteil daran trägt, das verantwortet hat. Und da ist natürlich die Politik sehr, sehr stark betroffen. Wissen, das der Politik nicht nützt, versucht sie nicht zu heben. Das sehen wir auch in 2020, 2021. Deswegen werden ja explizit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesucht, die zu dem Kurs der Regierung passen und andere werden nicht gehört. Wir machen uns was vor, wenn wir denken, dass das ein neuer Reflex wäre, eine Neuigkeit, etwas, das neu entstanden wäre. Das ist vermutlich schon sehr, sehr viel länger so. Nur es fiel vielleicht nicht so extrem auf. Mir fiel es nicht so extrem auf. Im Nachhinein betrachtet müsste ich meinen Medienkonsum der letzten 15 oder mehr Jahre deutlich kritisieren und müsste noch einmal über die Dinge, über die ich damals so nachgedacht habe, aufgrund der Informationen auch noch mal
grundlegend nachdenken. Dafür ist momentan nicht die Zeit. Jetzt erstmal die aktuelle Situation, aber ja, Vorurteile und auch Sorge vor dem Label Verschwörungstheoretiker hatte ich schon, aber ich habe das Label Verschwörungstheoretiker trotzdem sofort bekommen. Ich habe wissenschaftliche Studien ausgearbeitet, habe sie zusammengefasst, habe sie zur Verfügung gestellt innerhalb der Grünen Partei und habe sofort den Stempel Verschwörungstheoretiker bekommen. Das war dann auch ein erstes Aha-Erlebnis, wo ich sagen musste, gut, eine Diskussion findet nicht statt. These, Antithese bekomme ich auch nicht von der Gegenseite, sondern ich habe hier wirklich extrem viel Arbeit reingesteckt und ich kriege direkt den Stempel Verschwörungstheoretiker. Natürlich auch rechtes Gedankengut ist das dann auch immer mit dabei, selbstverständlich. Und das hat mich sehr, sehr kritisch werden lassen. Das hat mich extrem kritisch werden lassen und ich habe mich dann auch mit dem Begriff Verschwörungstheoretiker, mit dem Entstehen von Verschwörungstheorien, mit dem Zuschreiben von Ausgrenzungsmechanismen intensiv befasst. Ich studiere nicht nur Politik, sondern auch Kulturwissenschaften. Eigentlich war ich da thematisch schon recht nahe dran. Und ich habe dann auch auf meinem Blog einen Artikel geschrieben über Verschwörungstheoretiker und warum man den Begriff nicht benutzen sollte. Zu den Inhalten aus diesem Artikel stehe ich auch nach wie vor. Schlussendlich ist es ja die einfachste Art und Weise, ohne jeglichen eigenen Rechercheaufwand, einem Gegenüber die Möglichkeit abzusprechen, sich zu äußern. Und aufgrund dessen, dass der zivile Medienapparat in den öffentlich-rechtlichen Medien nicht vorkommt oder nur stigmatisierend vorkommt und dass er sich im Alltagsverstand nicht so verfestigen kann, wie das dauerhafte Repetitive aus den öffentlich-rechtlichen Medien, hat er einen Wettbewerbsnachteil, wenn es darum geht, sein Wissen durchzusetzen. Zusätzlich kommt auch noch der Faktor hinzu, dass sich Menschen häufig auch nur sehr oberflächlich mit Informationen beschäftigen. Das ist durchaus auch ein Erziehungsprozess durch die Oberflächlichkeit unserer deutschen Medienlandschaft. Wenn man einmal Tagesschau guckt, dann weiß man nachher auch nur die Spitze des Eisberges oder kennt auch nur Überschriften, ohne genaue Details erfahren zu haben. Und das produziert natürlich auch einen Medienkonsumenten, der nicht gut zuhört, nicht genau hinschaut und vielleicht auch nicht kritisch nachfragt. Ja, das ist ein Überangebot, ein ständiges, repetitives Wiederholen von einem kunterbunten Mischmasch an Informationen, beginnend irgendwo bei Innenpolitik über Außenpolitik zu Fußball zum Wetter. Das hat etwas Traditionsbewusstes, was Menschen auch ein Stück weit Sicherheit gibt und sie verankert in ihrem Selbst. Aber auf jeden Fall hat es keinen informativen Mehrwert, insbesondere nicht, wenn wir in einer Krise sind. Und der Ausweg daraus ist erst einmal die Selbsterkenntnis. So wie wir beide das auch hatten, müssen viele Menschen erst einmal in den Genuss kommen, zu erkennen, dass die Informationen, die sie präsentiert bekommen, vielleicht nicht korrekt sind oder dass es auch eine Kehrseite der Medaille gibt. Jeder Mensch, der einmal ein Studium durchlaufen hat, sollte immer so denken und sollte grundsätzlich so verfahren. Aber wir sehen in der Praxis, dass das nicht der Fall ist. Auch bei mir selbst war das nicht unbedingt der Fall, obwohl ich mich als sehr kritische Person eingestuft hatte vorher. Die Schwierigkeit des Alltagsverstandes ist es, dass dort extrem oberflächlich, extrem wenig Wissen transportiert wird, das sich aber über einen sehr langen Zeitraum festsetzt, weil es ständig wiederholt wird. Und hier einen Ausweg zu finden über eine Systematik oder eine Hilfestellung für die breite Bevölkerung dürfte sehr, sehr schwierig werden. Da benötigen wir einen kompletten Wechsel des Diskurses und des Narratives hin, oberflächlich gesagt oder salopp gesagt, müssten Menschen ein Narrativ haben, das sie prägt, das folgendermaßen aussieht. Wissen nehme ich nicht als gegeben, sondern wenn mir jemand etwas erzählt, dann überprüfe ich das, kritisiere das, stelle eine Gegenthese auf und tausche mich dazu aus. Und erst dann habe ich irgendetwas wie Wissen. Solange das aber so nicht aussieht, sondern Nachrichten ein Beiwerk zu unserem Alltag sind, wird das nicht passieren. Das ist jetzt eine sehr pessimistische Sichtweise, aber ich denke, dass wenn wir den Zivilmediensektor breiter aufstellen und wenn wir die aktuellen Aussagen der Politik, die aus meiner Sicht grob falsch sind, öffentlich als falsch auch entlarven können und das mit Wissen anreichern können, das wissenschaftlich gehoben wurde, also ein solides Wissensfundament für eine Gegendarstellung liefern, dann können wir vielleicht in dieser aktuellen Krise die Chance nutzen, die Menschen, die durch Desinformation in Angst und Panik versetzt wurden oder die Menschen, die einfach gleichgültig geblieben sind, noch einmal zu erreichen. Denn hier haben wir jetzt traurigerweise einen Umstand auf unserer Seite, der dazu beiträgt, dass Menschen, die vielleicht unkritisch durch ihren Alltag gehen, jetzt wieder kritisch werden.
Und zwar haben wir die horrenden Folgeschäden der Maßnahmen. Und ich habe das zu Beginn der Krise sehr zynisch gesagt. Ich glaube, der Deutsche oder die Deutsche wacht erst dann auf, wenn es nicht mehr für die Leasingrate für den neuen Mercedes reicht. Das war sehr zynisch von mir und auch ein bisschen böse. Aber ich habe zwischenzeitlich den Eindruck bekommen, dass sich das auch ein Stück weit bewahrheitet. Erst wenn es bei den Menschen an die eigene Substanz geht, denn das Leid der anderen, das scheint man sehr gut wegschieben zu können im doch schon sehr stark individualisierten Alltag. Erst wenn es an die eigene Substanz geht, fangen die Menschen an zu sagen, nee, hier stimmt was nicht. Und dann werden sie vielleicht kritisch, dann informieren sie sich abseits. Das ist schade, das ist traurig, denn schlussendlich sollten wir als Gesellschaft dann handeln, wenn die Gesellschaft betroffen ist und wenn die Gesellschaft in Gefahr kommt und so sehr die Demokratie riskiert, wie in 2020, haben wir sicher lange nicht mehr. Und deswegen hoffe ich einfach sehr, dass die Menschen jetzt langsam wach werden, indem wir die Folgeschäden der Maßnahmen weiter präsentieren, klar herausstellen. Die Politik wusste davon. Die Politik wusste im Januar, Februar, März davon und sie hätte es verhindern können. Auch das muss repetitiv sehr, sehr oft dargestellt werden. Dann können wir es vielleicht schaffen, Menschen dazu zu kriegen, grundsätzlich einmal zu hinterfragen. Leider aus dem falschen Antrieb heraus vielleicht, aber besser als gar nicht. Das ist wahr, besser als gar nicht. Vielleicht noch ein Aspekt. Wir sind sehr tief in der Diskussion drin und das ist auch, glaube ich, das gewesen, was mich von Anfang an gereizt hat, dieses Gespräch zu führen. Auf der anderen Seite möchte ich auch noch mal einen Bereich ansprechen, das Finanzsystem. Also wir haben jetzt über Pharma gesprochen, wir haben über Demokratie im Allgemeinen gesprochen, wir haben über die Belastungen gesprochen, denen unsere demokratische Gesellschaft ausgesetzt sein wird in der Bewältigung der Folgeschäden, allein materiell. Das Finanzsystem ist etwas, was manche, Ernst Wolf beispielsweise war jemand, der das auch sehr früh thematisiert hat und darauf hingewiesen hat, dass diese Corona-Krise in einem Moment kam, in dem das internationale Finanzsystem großen Belastungen ausgesetzt gewesen ist. Ich habe dann jetzt in der ersten Januarwoche war es, glaube ich, eine Produktion kennengelernt, Planet Lockdown, ein Film, der von einem amerikanischen und einem Schweizer Filmemacher produziert wird. Und da spielt unter anderem Catherine Austin Fitz eine tragende Rolle neben anderen. Und ihr Expertise ist das Investment Banking, die internationale Finanzorganisation. Und was für mich da erhellend war, ist der Kontext, dass sie die Kontrollfunktion und auch die Möglichkeiten, Kontrolle faktisch auszuüben über Bevölkerungsgruppen, über Länder, über Staaten insgesamt, mittels dieser Finanzarithmetik und mittels von Währungssystemen, hat sie klar benannt. Das war mir bis dahin überhaupt nicht so geläufig. Was mich tatsächlich wirklich umgehauen hat, sprichwörtlich, ist die Erkenntnis gewesen, dass die Zentralbank, also die Zentralbanken haben natürlich eine Rolle, das wusste ich, die sorgen für Geldwertstabilität, das war das, was wir immer vorgebetet bekommen haben, seit den Tagen von Helmut Schmidt, der ja da viel drauf Wert gelegt hat. Aber dass diese Zentralbanken eine Systematik haben, die unrund und unlogisch ist insoweit, dass die mächtigste Zentralbank der Welt, die Fed, Federal Reserve der USA, keine öffentliche Bank ist, sondern eine private Institution ist, die nur in einer Public-Private Partnership seit mehr als 100 Jahren dem amerikanischen Staat bestimmte Funktionen liefert, aber die letztendlich privat ist und dass da an der Stelle auch ein Schlüssel zum Verständnis von weitreichenden industriepolitischen und demokratiepolitischen Aspekten liegt, war mir überhaupt nicht bewusst, hat mich für einen Moment wirklich aus dem Gleichgewicht gebracht. Und ich versuche jetzt da herauszufinden, wie kann man an der Stelle jetzt die nächsten Schritte setzen, um
Ja, um das positiv zu beeinflussen, was da seit langem im Gang ist. Hast du das selber für dich schon mal betrachtet? Ja, ich will jetzt hier sehr fair sein, auch für die Zusehenden und Zuseher. Wenn ich Berufspolitiker wäre, dann hätte ich jetzt sicher eine 10 Minuten eine nichtssagende Antwort. Fakt ist aber, dass ich mich mit Wirtschaft extrem schlecht auskenne. Das heißt, ich versuche das jetzt zu beantworten und meine Gedanken dazu zu geben, aber aus einer extremen Laienperspektive. Kann ja vielleicht auch einen gewissen Informations- oder Unterhaltungswert haben. Wenn es um das Finanzsystem geht und wenn es um die Big Player geht, global gesehen, ja, Tech-Riesen, Banken, dann fällt doch schon immer wieder auf, die Politik springt sofort, wenn es denen irgendwie nicht gut geht. Da wird ein Rettungsschirm aufgespannt, da werden endlos Gelder ausgeschüttet und dennoch werden in diesen Systemen Boni gezahlt, wo anderen Leuten schwindelig wird. Das verdienen die in ihrem ganzen Leben nicht, was Leute in der Krise an Boni bekommen durch staatliche Hilfen. Und das scheint einfach gängig zu sein, global gesehen, wenn die Großkapitalgesellschaften ein Leid klagen, dann springt die Politik sofort. Und das zeigt auch meinen Eindruck, dass Korruption, wirtschaftliche Verflechtung und Lobbyismus sich einfach extrem stark ausgeprägt haben in den letzten 50 Jahren in diesem System. Und das kann man nicht kritisch genug sehen. Wenn wir uns einmal bei diesen Krisen, zum Beispiel die Bankenkrise, wenn wir da mal einmal den Willen der Bevölkerung abgefragt hätten, möchtet ihr, dass diese Banken jetzt gerettet werden mit enormen Summen oder nicht? Oder können wir eine bessere Lösung finden gemeinsam? Da bin ich mir ganz sicher, das Gros der Bevölkerung hätte nicht gesagt, ja, lass uns diese Banken jetzt mit Geld vollstopfen, die haben schlecht gewirtschaftet, haben sich verspekuliert, die sollten wir retten. Nee, das glaube ich, das wäre tatsächlich nicht passiert. Das hätte ich auch so nicht unterschrieben. Im freien Markt, wer sich verspekuliert, der hat dann irgendwo auch Pech gehabt und too big to fail. Vielleicht könnte das mal ein Unwort des Jahres werden. So darf es nicht funktionieren. Es gibt ja dann immer diese Verschiebungen von Privatisierung und Verstaatlichung hinher tatsächlich auch. Und aktuell sehen wir ja, dass die Menschen in einem Kampf ums Überleben sind. In der Corona-Zeit in 2020 und in 2021 jetzt noch mehr. Die Menschen sind in einem Kampf ums Überleben. Aber worum geht es eigentlich bei diesem Überleben? Geht es darum, nicht an dem Virus zu erkranken? Oder geht es um die wirtschaftlichen Folgeschäden? Und wenn ich sage Kampf ums Überleben und ich frage in meiner Stadt Flensburg 20 Leute, dann heißt das wirtschaftliche Folgeschäden. Wenn ich mir die Gespräche anhöre von Leuten im Fernsehen oder so, dann heißt das wirtschaftliche Folgeschäden. Die Menschen sind so betroffen von den wirtschaftlichen Folgeschäden, geschaffen durch dieses Finanzsystem, auch durch das globale Finanzsystem, dass die Angst davor, pleite zu gehen, sehr, sehr viel realistischer, greifbarer und auch bedrohlicher ist für die meisten Menschen als die Angst vor dem Virus. Dennoch hinterfragen sie es noch nicht ausreichend. Aber das denke ich, wir sind an dem Punkt, wo das demnächst passieren wird. Und was mich auch sehr stutzig gemacht hat, ist, dass Geld ja gar nicht mehr real existiert. Als 15-, 60-Jähriger war ich mal in der österreichischen Notenbank und saß da auf Milliarden Euro gedruckt. Und dann hieß es, ja, dieses Geld wird hier gedruckt und es hat keinen Wert, bevor es die Zentralbank nicht verlässt. Erst wenn es rauskommt und eine Registrier- und Prüfnummer hat, dann hat es einen Wert. Und auch sehr oberflächlich habe ich erfahren, dass während der Krise und wohl auch schon zuvor die EZB Geld ja gar nicht real drucken lässt, sondern das digital erzeugt am Computer. Das heißt, das gibt es nirgends und dennoch wird es in die Märkte gespült. Und das Wort Inflation oder Hyperinflation, das kommt dann schon langsam am Horizont auch. Ja, wie kann man diese Krise, wie kann man diese Neuverschuldung überhaupt lösen? Ich habe gehört, und bitte überprüfen Sie das gerne, die Neuverschuldung Deutschlands im Ausgleichshaushalt sind 5 bis 6 Billionen Euro. Das sind fast 100.000 Euro für jeden, der in Deutschland lebt, an Neuverschuldung. Das ist ein Rekord und das ist auch eine Summe, wo man sagen muss, die können wir nicht mehr leisten. Was kann der Ausweg daraus sein? Das weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich will nur referieren, was die Catherine Austin Fitz an dieser Stelle mitgegeben hat, ist, sie sagt im Kern, auch das bitte selbst recherchieren und überprüfen, aber sie sagt, wenn ich es richtig verstanden habe, sagt sie, dass es
denjenigen, die dieses System seit mehr als 100 Jahren letztendlich kontrollieren, die großen Banken und die dort hinter investierten Familien, dass denen bewusst war, dass dieses System, was ja ein Dollarsystem ist, vor dem Aus steht. Aus verschiedenen Gründen, auch weil die industrielle Basis Amerikas eben lange nicht mehr... Darf ich dich kurz unterbrechen? Bitte. Ich möchte gar nicht unhöflich sein, weil das ist ein sehr neuralgischer Punkt. Das wäre jetzt genau der Moment, wo Menschen, die das gezielt suchen, reinspringen und sagen, das war jetzt eine antisemitische Erzählung. Ja, weil er hat eine Familie genannt und das ist dann, so wird dann ermittelt, dass antisemitische Erzählungen weit verbreitet sind in der kritischen Bewegung. Ich weiß das nämlich, weil ich an dieser Schweizer Studie teilgenommen habe und ich habe dort sehr transparent teilgenommen, habe gesagt, dass ich ihre Studie jetzt analysiere anhand der Fragetechnik, weil sie angegeben haben, dass antisemitische Erzählungen weit verbreitet sind. Und genau über diesen Parameter, wenn eine Familie Einfluss hat im Finanzsystem, wird dann ermittelt, dass es antisemitische Erzählungen wären, die weit verbreitet sind. Dass es mit Fakten zu tun hat, dass eine Familie Geld zentriert hat, das ist unabhängig von Religion, Herkunft, was auch immer. Aber Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche, das ist genau der Punkt, wie das dann öffentlich analysiert wird. Das sind Antisemiten. Richtig. So, und ich finde das sehr spannend, weil das ist genau der Punkt, auf den wir unsere Zuhörer und Zuseher auch aufmerksam machen sollten. Ich habe erstens tatsächlich nicht von einer Familie, sondern von mehreren Familien gesprochen. Ich habe auch keinen Namen genannt. Mir ist bewusst, dass das beispielsweise jetzt mit dem Namen Rothschild verbunden oder Soros verbunden sofort in diese Richtung versucht wird zu lenken, damit die Debatte und das Nachdenken darüber unterbunden werden soll. Die Namen, die ich da jetzt aber vor Augen hatte, waren viel eher JP Morgan, oder andere, das heißt auch nicht einmal einen konfessionellen oder religiösen Glaubensrichtungshintergrund, keinen ethnischen Hintergrund, gar nichts, sondern alteingesessene amerikanische Familien, die das Dollarsystem prägen. Die Fed besteht aus 12 privaten Banken und einige Namen haben wir jetzt genannt, andere kommen noch dazu, die jetzt von den Namen her auch gar nicht mehr präsent sind. Also Citigroup ist ja auch eine der großen Banken, die aber nicht mehr mit einer Familie unmittelbar im Zusammenhang steht. Nur Fakt ist, da möchte ich jeden ermuntern, sich das anzuschauen und dann auch selber darüber nachzudenken, welche Bedingungen hat. Zurück zu Catherine Austin Fitz. Die sagt, dieses System ist diesem Kreis klar, dass das am Ende ist, weil die amerikanische Industrieproduktion auch gar nicht mehr mithält. Das heißt, da gibt es dann die Defizite, die dann die Handelsbilanz belasten und. Was dann dazu führt, dass andere Player aufkommen, China, Europa und. Entscheidend ist, sagt sie, dass es versucht wird, diesen Einfluss dadurch zu bewahren, indem man eine digitale, und zwar eine rein digitale, von materiellen Werten, aber auch von materiellen Zahlungsmitteln wie Bargeld abgekoppelte Währung schaffen möchte. Das hat einige technische Grundbedingungen, die dann erfüllt sein müssen. Dazu gehört unter anderem auch das Datennetz, also 5G als Technologie, um so etwas auch machen zu können. Dann aber auch noch eben diesen Aspekt, dass wenn es existiert, ist hinterher der Zugang oder die Verfügbarkeit von Geld per Knopfdruck individuell, aber auch großflächig jederzeit zu kontrollieren. Und darin liegt eine sehr große Gefahr für jede Gesellschaft, weil damit Dissens unterbunden werden kann, einfach und allein, weil der Zugang zu Nahrungsmitteln, zu die Bewegungsfreiheit etc. alles eingeschränkt werden kann. Das heißt, die Gesellschaft, jede demokratische, moderne Gesellschaft hat ein elementares Interesse, über diese Aspekte nachzudenken. Die Krise überlagert aber dieses, weil die Menschen nur noch auf ein pseudo-gefährliches Virus fokussiert sind und gar nicht mehr bemerkt, dass im Hintergrund sehr viel bedenklichere Entwicklungen im Gange sind. Nochmal, das war eine ganz oberflächliche und verkürzte Schilderung einer sehr komplexen Thematik, die ich selber auch nicht umfassend durchdrungen habe, die mir aber so eingängig ist, dass ich erkenne, da hat es erhebliche Logik dahinter und auch Dinge, die man überprüfen müsste und dementsprechend gesellschaftlich debattieren müsste. Und
Allein deswegen kann ich jeden nur aufrufen, den Mut zu fassen, das Thema Coronavirus für sich zu relativieren und die Angst davor in den Griff zu kriegen und hinzuschauen, was wäre denn, wenn es tatsächlich nicht so schlimm wäre? Was passiert denn ansonsten um mich herum? Und was passiert mit der Gesellschaft, in der ich und meine Kinder und Kindeskinder noch aufwachsen wollen? Können wir das so ohne weiteres zulassen? Und da ist für mich die Entscheidung ganz klar, das möchte ich nicht tatenlos geschehen lassen. Und insofern haben wir beide uns ja auch dann gefunden, dass wir inzwischen jeder für sich die Erkenntnis gewonnen haben, in den politischen Familien, in denen wir mal angefangen haben, ist dieser Wandel nicht möglich. Für mich nicht in der CDU und für dich, wie ich dich verstanden habe, auch nicht bei den Grünen. Ja, richtig. Einmal noch kurz. Ich fand tatsächlich, du hast das sehr gut erklärt. Komplexe Sachverhalte so zu erklären, dass sie leicht verständlich sind, das ist ja eigentlich die hohe Kunst und die große Schwierigkeit. Und ich fand, du hast das jetzt gut erklärt. Also für mich war da auch ein Aha-Moment dabei. Nochmal zu der digitalen Währung und der Abschaffung des Bargeldes und so. Da kriege ich direkt Gänsehaut bei. Das möchte ich aus ganz, ganz vielen Gründen nicht. Und ich bin momentan nicht mehr bei den Grünen, sondern ich bin jetzt bei der Basispartei. Und die hat im Wahlprogramm auch ganz klar drin, Erhalt des Bargelds. Und das ist mir persönlich auch wichtig. Ich finde Bargeld erstmal unheimlich praktisch und bequem. Und außerdem möchte ich auch nicht getrackt werden. Und schon gar nicht möchte ich, dass dieser Trend der Digitalisierung des Geldes sich immer weiter fortsetzt, weil, wie du schon analysiert hast, und heute mag das vielleicht eine Verschwörungstheorie sein oder irgend sowas, dass man natürlich auch Steuerungsmöglichkeiten hätte, wenn das Geld nur noch digital besteht, vielleicht dann mit dem digitalen Impfpass verwoben oder vielleicht mit der Möglichkeit verwoben, Menschen zu bewerten nach ihrem Verhalten, vielleicht nach der Produktivität, Religionszugehörigkeit. Wer weiß es schon, was den Herrschaften da oben alles einfällt. Und Verschwörungstheorien, abgesehen davon, dass das ein totales Unwort ist und ein absoluter stigmatisierender Nonsens. Ja, es gibt eine Theorie und dann kann man die widerlegen oder man kann die untermauern und das wäre alles. Und eine Verschwörung ist ja was ganz anderes. Wie viele von den Dingen, die eigentlich von den Medien als Verschwörungstheorien gebrandmarkt wurden, von irren Impfgegner-Extremisten im ersten Viertel, im ersten Quartal von 2020 sind eigentlich später wahr geworden? Immer wieder blicke ich staunend auf die Nachrichten und sage, schon wieder eine Verschwörungstheorie, die wahr geworden ist. Schaut doch mal, wie schnell sich das entwickelt. Weil die Politik, nämlich das hatte ich zu Beginn unseres Interviews gesagt, die Politik weiß sehr genau darauf Bescheid, dass Wissen im Alltagsverstand sich nur oberflächlich festsetzt, sich nicht lange hält und dass man das leicht zu seinen Gunsten, wenn man die Maschinerie der Medien in der Hand hält, zu seinen Gunsten formen kann. Und dann werden Menschen plötzlich gar nicht hellhörig, wenn sie zuvor 4 Monate gehört hatten, dass ein digitaler Impfpass niemals kommen wird, dass es keine Sonderrechte geben wird für Geimpfte und dass Menschen aus der kritischen Bewegung das von Beginn an schon angedeutet haben, dass diese Gefahr besteht, dann kann eine Regierung Merkel und die etablierten Parteien einfach wenige Monate später sagen, dass wir das jetzt machen, ohne dass das jemandem großartig auffällt und dass da jemand die Diskrepanz und eigentlich den Skandal sieht. Und das hat sicher auch was mit der Digitalisierung und mit der Verfügbarkeit von Medien zu tun und in diesem Sturm, in dem man sich befindet, Handy, Tablet, Internet, Push-Nachrichten, überall sind Bildschirme angebracht an den Bahnhöfen, man kann sich kaum noch entziehen. Ich bin mir sicher, 1985 wäre das, was wir hier aktuell erleben, alles für sich ein so großer Skandal gewesen, dass sehr, sehr viele Menschen hätten zurücktreten müssen. Heutzutage kann man einfach die Wahrheit als Wahrheit konstruieren, indem man etwas oft genug sagt. Und das ist ein Riesenproblem unserer Debattenkultur tatsächlich. Und das hinterlässt ein Individuum als Konsumenten, der einem wirklich eigentlich nur noch leid tun kann. Ja. Absolut. Absolut. Ich hätte noch so viele Gedanken und Aspekte, die ich in diesem Gespräch hätte unterbringen wollen. Aber wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir haben jetzt eine knappe Stunde haben wir miteinander jetzt gesprochen. Ich möchte dich nicht über Gebühr binden, David, aber ich danke dir ganz herzlich für diese erste Runde vielleicht. Es ist ja, dass wir das mal nochmal fortsetzen. Mir wird das jedenfalls sehr viel Spaß machen, denn ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch zeigen, dass die konzentrierte Beschäftigung mit Themen, die im ersten Moment ein Label weg haben
mögen, trotzdem sinnvoll sein kann, um den Dingen wirklich auf den Grund zu gehen. Um daraus nämlich Erkenntnisse abzuleiten für das eigene Handeln. Ich möchte für mich und für meine Kinder, dass sie die Freiheit behalten, dieses eigene Handeln auch weitgehend für sich auch selber abschätzen zu können, Eigenverantwortung wahrnehmen zu können, aber eben auch Freiheit wahrnehmen zu können und nicht in einer Gesellschaft letztendlich landen, die auf einmal dann von vornherein, von oben herab vorgibt, was noch möglich ist und was nicht möglich ist. Das jagt mir Schauer den Rücken hinunter. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne, Uwe. Es hat mir super viel Spaß gemacht und sehr gerne wieder. Danke. Vielen Dank.